Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge die Vieh-Chroniken. So, in der letzten Folge haben wir es geschafft, mit dem Vieh in die Werkstatt zu kommen. Aber momentan stecken wir ein bisschen. So, da drin gab es die Sprechanlage, da will er nicht reden. Mit Munkus will er auch nicht reden und Layla sagt. Was sagt er nochmal? Layla! Was? Baby? Warum? Was für ein Baby? Was? Vorsichtig. Zurück zum Sport. Oh, das süße Baby. Warte, das hat mir jetzt... Was? Jetzt haben wir ein paar Mal mit ihm geredet und da gibt es mir nicht und jetzt... Naja, ja, ist egal. Was machen wir jetzt damit? Das Baby etwas sagen? Was sagt er denn jetzt? In einem Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats. Aber nur in einem rechtwinkligen, Sir. Hoho, das ist ein cleverer. Warte, nicht Naseborn da. Hallo, Baby. Aber Sir, doch nicht in der Öffentlichkeit. Komm, machen wir nochmal. Hallo? Nehmen wir einen weichen Pinsel und malen hier einfach einen glücklichen kleinen Busch. Warum nicht? Es ist Ihr Bild, Sir. Wie kann man einen glücklichen Busch malen? Da ging man das Richtige? Okay, das hatten wir schon. Ja, okay. Also auch dreimal. Aber nur in einem Richt. Okay. So, mit Layla geht's nicht. Was haben wir jetzt noch? Eigentlich haben wir nur mit Munkus interagieren. Geht das auch noch? Zeige Munkus das Babyvieh. Willkommen, meine Damen und Herren. Was zum... Was ist das denn? Wo hast du das Ding denn gefunden? Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Geh mir aus den Augen damit! Ich will es hier nicht mehr sehen! Boah, ist ja süßes Baby. Der kann ja diese Dingens... die Gespräche irgendwie aufzeichnen, ne? Der plappert alles nach wie ein Papagei. Sag er das jetzt zu dem? Was ist das denn? Was genau? Wo hast du das Ding denn gefunden? Ja, wo wohl? Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Geh mir aus den Augen damit. Ich will es hier nicht mehr sehen. Ach Gott, das ist so blöd, Alter. Es geht doch nicht mehr ab. Ja, so kann man es auch verwenden. Ja, es ist so unbequem, wie es aussieht. Mindestens. Hey! Warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich musste mal austreten. Und was hat der nackte Mann dort damit zu tun? Das ist etwas kompliziert. Hast ihn aufgemischt, was? Ist das dieser Versager von einem Luftschiffkapitän? Warum hacken immer alle auf ihm herum? Ich habe gehört, er soll sehr kompetent, intelligent, sehr schön und clever sein. Genau. Wir sehen uns heute Abend. Alles klar. Tschüss. Hey, das ist mein Posten. Hey, ich... Oh, yeah. Oh, ich liebe das Baby. Oho. Nate sieht schick aus. Können wir jetzt reingehen? Oder gibt es was Neues zu interagieren? Ne, geht's nicht. Oh ja, lass mich einfach rein, okay. Na gut, dann machen wir das jetzt. Betrachte das Gerät. Oh, warte mal, betrachte zuerst die Maschine. Was immer das Ding für Munkus zusammenbaut, es wird nicht nett sein.
Sobald wir die Viecher befreit haben, sollten wir uns Munkus vorknöpfen, bevor er seine neue Waffe hat. Ja, okay, dann jetzt die Knöpfe. Ich vertraue Viehtechnologie ein wenig mehr als Gnomentechnologie. Diese Geräte reißen mir vermutlich nur wenige Gliedmaßen ab. Oh ja, er kommt automatisch. Also, es ist ein. Hey, ist ein das für ein es funktioniert! Ihr da, loslassen! Hey, hä? Ja, schieß auf ihn! Jetzt oder nie? Nie, oder? Oh, Scheißding! Stopp! Was hat denn der da? Apfel? Wieso funktioniert gerettet. Die Sprechanlage jetzt? Vater krank. Wir könnten alle zusammen mit der Mary zu einem Heiler fliegen. Nein. Zu schwach. Große Maschine. Ach, Munkus ist im Heiligtum und dieses verfluchte Zepter hat schon wieder nicht funktioniert. Wie willst du ihn überwältigen? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Na, du? Klar können wir Munkus da irgendwie rauslocken, aber wie willst du ihn besiegen? Leila Plan. Also ich weiß nicht. Okay. Also, nochmal im Detail. Wie lautet dein Plan genau? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Könnte von mir sein. Komm schon, Kleiner. Zeit, etwas wirklich Dummes zu tun. Okay, irgendwie rauslocken. Oh, der Apfel liegt noch da. Wirklich guter Job da im Heiligtum. Wir sind ein prima Team. Blulup. Gib mal den Dingens auf. Das ist das Apfelgehäuse, das die Wache nach uns geworfen hat. Was hat er sich nur dabei gedacht? Ich meine, wie, auch nur ganz theoretisch, hätte uns das aufhalten sollen. Okay, also die Apfelreste werden uns jetzt weiterbringen, aber mal gucken wie. Mit was kann man jetzt alles noch interagieren? Also im Prinzip das gleiche wie vorhin. Oder gibt es noch irgendwas Neues? Nö. Oh, oh doch. Ventilator. Der Ventilator versorgt das Heiligtum mit Frischluft. Das ist auch dringend nötig, wenn man Munkus Geruchsempfindlichkeit bedenkt. Er läuft einwandfrei und drückt jede Menge klare Nordlandluft in den Berg. Mhm, was? Der Ventilator, das ist auch dringend... Ja, ja, das sag ich gleich nochmal. Hm, keine Wache mehr am Tor. Munkus hat sich im Heiligtum verschanzt, wie es aussieht. Okay. Nein. Sperren kann man es auch nicht. Mit Draht, nein. Das Dingens, nein. Wir können es dem Vieh geben. Steck die Apfelkerne in die Erde. Ich drücke die Kerne in die Erde. Okay, lass mich raten. Er will jetzt Baum rausholen. Nun lass mich nicht wieder im Stich. Ich sollte wieder ins Apfelverkäufer-Business einsteigen. Mit diesem Zepter wäre ich der Apfelverkäufer-König. Aber natürlich bringe ich das Zepter zurück zum Erzmagier, wenn wir Leila und die anderen befreit haben. Was will man schon mit einem Zepter, das einen die Zeit manipulieren lässt? Ja, ist ja nicht so, dass eine alte Königin einem ihr halbes Reich geben würde, wenn sie noch einmal jung sein könnte. Cleverer Bursche. Der Baum ist kerngesund und trägt reichlich Äpfel. Ich habe den grünen Daumen. Den hatte ich schon immer. Und jetzt, ja, ist eine Male. Saftig, knackig, süß und sehr gesund. Ja, saftig, knackig, okay, süß und sehr gesund. Kann ich jetzt so? Bin das wenn so? Ich sie verjünge, habe ich wieder nur Kerne. Lass ich sie altern, habe ich stinkenden Apfelgammel in der Hose. Darauf kann ich verzichten. Okay. Ihm kann man es geben. Kann man es noch irgendwie so benutzen? Hier nicht. Da drüben vielleicht.
Warte mal, jetzt gammeln tut. Kann man das dann hier? Oha. Okay, und jetzt gammelig machen. Das war's dann mit der Frischluft, ne? Ja. Boah, da steigen einem ja die Tränen in die Augen. Jetzt müssen sie rauskommen. Was zum... Boah, wir befinden uns in einem geschlossenen Raum, zum Teufel! Aber ich habe nicht, Sir. Es reicht. Ich werde mein Spielzeug ausprobieren. Halte hier die Stellung. Oh, sag was. Na also, läuft doch alles wie am Schnürchen. Nun müssen wir den kleinen Dicken nur noch... Ach du meine Güte. Es funktioniert! Als erstes werde ich... Kakerlaken zerquetschen! Hä? Wieso Text da oben? Also ich muss das machen! Hä? Nein, ich kann nichts machen! Warte mal, was ist das? Was? Reiß das Kabel aus dem Generator. Hallo? Achso! Halt das Kabel an den Roboter. Weg hier. Ich hoffe, deine Freundin hat einen guten Plan. Oh mein Gott! Keine Bewegung! Was haltet ihr von meinem Spielzeug? Sieht geil aus. Es lässt dich weniger fett erscheinen. Es macht mich zum Herrscher der Welt! Jeder meiner Getreuen wird eine eigene Maschine erhalten. Der eine wird schnell sein wie der Wind, der andere tödlich wie ein Drache. Ein dritter wird fliegen können wie... Wird einer von ihnen auf den Punkt kommen können? Ich habe eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Meine Maschinen! Wer will mich jetzt noch aufhalten? Aufpassen. Was ist? Das wäre ein guter Zeitpunkt für eine überraschende Wendung gewesen. Ja, stimmt. Es wird keine überraschenden Wendungen mehr geben. Und jetzt werdet ihr sterben. Nicht so schnell. Hä? Die Pinguinarmee. Gehen. Jetzt. Ich lasse mir nichts von Fellhaufen und Pinguinen befehlen. Dann kämpfen. Für Freiheit. Feuer. Oh, sie sind auch so niedlich. Was war das jetzt? Das war alles? Es ist noch nicht vorbei. Okay, es ist doch vorbei. Also gut, das wäre dann also das Happy End. Das Böse ist besiegt, Leidas Vater wird geholfen werden und der kleine haarige Held bekommt das Mädchen. Ein Happy End. Das war schon eine verrückte Geschichte, oder? Gib es zu, du wirst mich vermissen. Jetzt mal ehrlich. Was seid ihr für Wesen? Ja, das wird mich schon interessieren. Eins musst du mir noch sagen. Wer seid ihr? Verstehe. Und das da ist so etwas wie ein Luftschiff, oder? Das war schon eine verrückte Geschichte, oder? Ist eine Menge passiert in den letzten Tagen, oder? Ich habe ein Luftschiff gewonnen, bin damit abgestürzt, habe in den Nordlanden lauter Verrückte getroffen, habe ein paar neue Erzfeinde und einen neuen Freund. Ach, ich komme schon klar. Ich werde mit der Mary in den Süden fliegen. Irgendwohin, wo es schön warm ist und wo mich Masas nicht finden wird.
Außerdem habe ich noch das Zepter. Ich werde damit so lange auf Mary feuern, bis sie wieder jung und knackig ist. Hier bist du, du wirst mich vermissen. Mann, wirst du mich vermissen, wenn du mit deinen Freunden abhaust. Kogel. Naja, ist ja nicht so, dass ich niemanden hätte. Oh. Da ist diese Knochenhand und Mary. Aber vielleicht kannst du ja aus einem Fenster schauen und mir zum Abschied winken. Tja, dann heißt es wohl goodbye. Pass auf dich auf. Und wenn du mal wieder in der Nähe bist. Oh, komm. Ja, genau. Leben sie lange in Dufresne? Und wieder einmal haben alle gewonnen, nur ich nicht. Ach, die Geschichte meines Lebens. Armer Nate. Diese Geschichte wird gleich vorbei sein. Oh, ganz ruhig, ich... Hey, komm schon. So sind nun mal die Regeln. Am Ende triumphiert immer das Gute. Zeit für neue Regeln! Nein! Nein, sag ehrlich. Jetzt. Baby Munkus! Oh mein Gott, ist das ein hässliches Baby. Oh Gott! Vieh! Du hast mir das Leben gerettet. Schon wieder. Euer Schiff, schnell! Beeilung, uns bleiben nur noch... Was ist? Du musst... Vieh! Du bist zurückgekommen und hast dafür... Ach, wer braucht schon Weiber, stimmt's? Wir lassen uns was einfallen, in Ordnung? Wie schwierig kann es schon sein, dich zu ihr zu bringen? Wir könnten den Erzmagier fragen. Oder wir lassen uns so ein Flugding bauen, wie ihr es habt. Ein unschlagbares Team mit jungen, dynamischen und gut aussehenden Typen wird das schon schaffen. Naja, ein gut aussehender. Na warte, Freundchen. Hey! Bleibst du stehen? Ey, warte, das ist doch das Zepter. Stopp! Ich krieg dich! Tjo, das war's. Also ich hätte ehrlich gedacht, dass eine Dame, dass Massas Nate gefangen nimmt, weil so... tun wir ihn ja kennenlernen, im ersten Teil. Ja, wie auch immer. Ich fand es jedenfalls spitze. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Falls ja, dann lasst doch ein paar Likes und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Projekt. Bis dann. Tschüss.